Guten Tag, meine lieben Leute. Ich habe mich am Wochenende in ein anderes Spiel auch noch zusätzlich verliebt, natürlich zu COC. Und zwar Deathwatch. Und ich dachte mir, ja gut, okay, mit Warhammer hatte ich nie so viel zu tun, wusste aber, oh, ja, so verkehrt ist das gar nicht. Außerdem, ich spreche viel zu laut. Und zwar gehen wir mal hier auf Feldzug. Ja, wie ist das? Das ist so ein rundenbasierendes Spiel. Mir gefällt natürlich eine Sache daran mega, mega gut. Und zwar ist es folgendes. Das ist nicht dieses, oh ja gut, okay, jetzt hast du ein bisschen was gespielt, jetzt musst du wieder Zeit warten oder halt Geld bezahlen. Das finde ich mega geil. Ich hau jetzt einfach mal, ich bin jetzt schon mittlerweile in Akt 3, aber ich will natürlich euch so ein bisschen zeigen, wie das so aufgebaut ist überhaupt. Ja, man hat hier 5 von diesen ziemlich geilen, ja, Troopern, wie auch immer, wie man sie auch nennen möchte. Ich habe jetzt gerade den letzten Angriff leider abgebrochen, deswegen wurden mir meine gesamten Erfahrungspunkte geklaut. Aber das ist nicht weiter wild. Ich wollte halt einfach nicht mitten im Spiel anfangen, sondern wollte dann schon relativ neu sozusagen starten. So, ja, wie gesagt, ansonsten, ja, ist von oben. Man kann das relativ gut hin und her steuern. Achso, für die, die jetzt sagen, oh ja, ist ja kein COC, wird bestimmt ein Product Placement sein. Nein, ist keins. Ist einfach just for fun, um euch halt eben was anderes auch zu bringen. Weil wie gesagt, bringt halt nicht, wenn man dann irgendwann COC nicht mehr spielt oder sowas und dann, ja gut, okay, was ist denn dann? Ja, ist ja auch doof. So, hier seht ihr gerade mein Zug. Ja, okay, also hier habt ihr eure 5 Männer, mit denen ihr effektiv was machen müsst. Das heißt also, hier seht ihr jetzt immer überall jeweils die Punkte, die halt, ja, in dem Fall jetzt, in dem was passiert, passieren muss. Also sprich, ihr müsst da eine Quelle, so glaube ich, vergiften. Genau, vergifte die Biomassebecken und da müssen wir halt hin. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, okay, wir latschen einfach mal ganz easy peasy hin. Aber so ist es halt eben nicht. Jetzt gucken wir mal gerade. Also jeder hat unterschiedliche Möglichkeiten, um ja eine Waffe zu tragen und so weiter und so fort. So, jetzt gucken wir mal. Also jetzt habe ich halt hier diesen Bereich, den ihr hier jetzt seht, der mit diesen ja 2 Vierecken drin ist. Den seht ihr ja auch und da kann ich mich bewegen. Das heißt also, ich habe 4 Züge, ja, pro, also 4 Bewegungsmöglichkeiten oder Schussmöglichkeiten, um ja mit dem Menschen hier zu agieren. So, jetzt gucken wir mal. Da sehen wir jetzt zum Beispiel, wäre ich jetzt nämlich komplett weitergelatscht, hätte ich die einfach übersehen und hätte nichts machen können. Jetzt habe ich aber wiederum, ihr seht es in der Anzeige, noch 2 von diesen Punkten drin. Und das heißt also, ich kann jetzt noch 2 Möglichkeiten ausführen. Das heißt also, ich klicke den einmal an, weil der in meiner Reichweite ist, das ist mein Gegner. Den pusten wir hier einfach mal um. Und der ist jetzt tot, deswegen liegt der da so. Und jetzt gucken wir mal, ich habe aber immer noch einen. Und jetzt würde ich sagen, ich knall den mal ab. Bam, den habe ich nicht komplett kalt machen können. Was aber nicht weiter schlimm ist. Jetzt latsche ich einfach mal mit dem nächsten hier hin. Ich gucke mal, ob der schon in der Range ist. Ja genau, der ist in der Range. Dann knalle ich den mal weg. Ganz genau so sieht das aus hier. So, jetzt gucken wir mal. Der nächste. Ja, jetzt latsche ich mit dem erstmal hoch. Und mit dem hier laufe ich einfach mal da lang. Ah, guck mal, da seht ihr eben auch wieder. Ja, okay, ich habe da wieder einen Gegner. Das heißt also wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein und nicht irgendwie durchs ganze Spielfeld einmal probieren zu laufen, sondern wirklich erstmal ganz easy peasy. Jetzt sehen wir hier, oh, schade, er hat halt wirklich für diese Schüsse seine ganze Energie, sage ich jetzt mal, verballert. Jetzt latschen wir mal mit dem hier hin. Ich weiß, dieses Wort latschen kommt hier jetzt ganz oft vor. Bam, auch tot. Jetzt habt ihr aber gesehen, dass er hinten links jetzt, seht ihr ja hier diese nette Person, seht ihr jetzt erst, weil die zuvor vor dem anderen, beziehungsweise der andere hat zuvor davor gestanden. Und deswegen, ja, geht es da nicht weiter. So, jetzt wollen wir es natürlich jetzt hier auch nochmal den Zug beenden. Das heißt also, ich habe ja soweit alles gemacht, außer den einen, den ich hier noch machen könnte, das lasse ich dann aber. So, jetzt mache ich mal Zug beenden. Jetzt ist der Feind halt dran. Die kann ich auch länger, also oder schneller machen, halt überspringen. Aber ich zeige das jetzt mal. Das kommt gar nicht so unübel, wenn man das einfach mal ein bisschen mehr sieht. So, jetzt bin ich dran halt. Yeah, läuft bei mir.
Und wie gesagt, ich muss ja am besten halt hier zu dem und natürlich auch zu dem hin und dann den Rest später noch nachfolgen lassen. So, jetzt. Bäm, der tot. Die Reichweite von manchen ist extrem. Also wirklich richtig extrem. Mit dem hier, weil der natürlich am dichtesten dran ist, laufen wir einfach mal dahin. Und jetzt seht ihr gleich, was der vorhat. Der macht da irgendein creepy Zeug rein und vergiftet damit dieses komische Biomassebecken. So. Das hat schon mal geklappt. So. Okay. Das ist auch cool. Also, man steht nicht da bei dem Spiel, ja, scheiße, was muss ich denn jetzt machen? Sondern wirklich, das ist relativ easy gehalten. Ich renne jetzt einfach mal dahin, auch wenn hier ein Gegner ist. Ja, guck mal hier, volle Hütte. Richtig volle Hütte, aber egal. Ich habe hier schon mal mein Biomassebecken, was ich wieder schön vergiftet habe. Und dann passt das. Jetzt muss ich aber natürlich mit den anderen gucken, dass ich den natürlich irgendwie ein bisschen safe habe da. So, also hier den oberen, mit dem oberen hier kann ich ja eine Sache noch machen. Hier, da kann ich zum Beispiel hier die Grenade taken. Zack. Ah, nee, schade, das ist auch schon out of range. Das heißt, ich muss mir richtig was einfallen lassen. Ich will, ja, die oben auf jeden Fall will ich die abknallen. Ja, stimmt. Haha. Ich sehe es gerade. Weil der obere hier, der kann den gar nicht mehr sehen hier. Weil da haben wir hier schön diese Wand dazwischen. Aber vielleicht kann er den hier. Nee, den kann er auch nicht mehr. Aber hier, ansonsten, hier guckt er. Aha, man kann so geil zoomen und so. Also es ist echt richtig nice. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir latschen mal dahin. Und dann müsste ich eigentlich den anderen. Genau, dann kann ich den jetzt hier einen überbrezeln. Gefällt mir gut. Und dann würde ich sagen, ja, ich habe nur noch zwei. Jetzt muss ich halt gucken. Also ich habe den anderen, der noch vier, ja, Punkte hat sozusagen, um zu laufen. Wenn ich jetzt aber wiederum zwei nach vorne laufe. Ich gehe mal einen weiter, weil über dieses Biomassebecken kann ich, glaube ich, rüberschießen. Ganz genau. Yeah, läuft. Jetzt steht mir der vordere hier aber wieder im Weg für den. Ist nun mal nicht anders. Müssen wir mit leben. Können wir aber auch leben. So, jetzt gucken wir mal. Wo latschen wir am besten hin? Sorry für das Latschen. Wirklich, wie gesagt, echt. Ich merke das gerade selber. Ich sag hey, nur latschen, 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 latschen. Guck mal, jetzt dadurch, dass ich mich halt relativ clever angestellt habe, habe ich jetzt noch einen Zug und kann dem halt noch einen überbraten. Und der hat auch zwei Waffen. Das heißt, der hat so eine, ja, so eine Art Messer mit Motorsäge dran. Ne? Läuft auf jeden Fall bei ihm. So, jetzt habe ich halt mit allen den Zug gemacht. Jetzt sage ich, okay, Zug beenden, passt. So, jetzt hat der noch, ihr seht es selber, der Gegner hat noch zweimal die Möglichkeit, halt sich zu bewegen oder zu schießen. Oh, der hier untere, der untere, der wird auch garantiert nochmal angreifen. Zack, zack. Aber so grundsätzlich muss man halt sagen, dass die relativ viel aushalten. Also meine Leutchens. So. So, jetzt. Bla bla bla. So, also jetzt muss ich noch zwei Biomassebecken. Vergiften. So, zack. Und jetzt habe ich wieder das Problem, wenn sobald ich jetzt natürlich noch weitere Schüsse mache, stehe ich natürlich mit diesem Trooper schon wieder im Weg für die anderen. Und das ist natürlich doof. Das heißt, also hier greife ich jetzt einfach mal nicht weiter an und latsche jetzt erstmal dahin. So. Guck mal, wie krass weit der schießen kann. Und sogar komplett tot, die alte Ratte. Einwandfrei. Man muss natürlich auch sagen, mittlerweile sind natürlich meine Waffen, die ich habe, schon ziemlich OP auf jeden Fall. Und damit kann man natürlich schon einiges reißen. Das ist nicht so wie am Anfang, sage ich mal. So, jetzt gucke ich mal gerade, kann ich immer noch nichts machen. Ich gehe mal noch einen weiter. Um mir halt die Möglichkeit offen zu halten, eventuell doch noch in der Range von irgendwas zu sein. Nee, schade. Wenn ich dann hier bin, dann kann ich ihn bestimmt dann anvisieren, aber auch noch nicht. So, da kommt natürlich ein Kommentar zu COC. Latschen wir mit dem hier durch.
Und mit dem laufen wir auch hier lang. So, jetzt haben wir natürlich wieder das Problem, dass der mich hier ziemlich hart rannehmen wird, dieser hier. Und ja, der Rest natürlich lässt mich garantiert auch nicht so wirklich in Ruhe. Werden wir mal gucken. Zug beenden. Oh, ich habe das Spiel so krass wirklich übers Wochenende gesuchtet, das ging gar nicht, Alter. Und wie gesagt, so eine Sachen werden wird es immer wieder geben. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dauerhaft Let's Play. Also bei Robocraft zum Beispiel ist es auch so. Ich mag das so extremst gerne, aber ich habe dann die Zeit nicht dafür. Ich meine, dann muss COC doch irgendwo ein bisschen vorgehen. Und deswegen ist immer ein bisschen doof. Also man steht da zwischen Baum und Borke irgendwo, aber so ist es halt. So, jetzt wollen wir den hier killen. Ganz klare Nummer. Den hier wollen wir ebenfalls killen. Das läuft jetzt ziemlich gut bei mir. Und jetzt würde ich sagen, ich gehe dahin, weil ich dann das Biomassebecken gleich vergiften kann. Und dann die anderen hoffe ich mal einfach über ein paar Fernschüsse zu erledigen. Einwandfrei. So. Jetzt. Ah, jetzt wird's tricky. Weil ich hier oben noch welche habe. So, jetzt gucken wir mal erstmal hier. Komme ich da irgendwie. Oh, jetzt geht's los. Ich habe ein Video hochgeladen. Und ja, das geht natürlich jetzt ordentlich mit den Kommentaren los. So, wenn ich hier hingehe, dann stehe ich dem schon mal nicht mehr im Weg. Und habe noch zwei Schuss und mit ein bisschen Glück kann ich den hinten. Na, schade, den hinteren, den unteren kann ich nicht anvisieren, aber ich kann den anvisieren. Und den kann ich auch schön platt machen. So, dann haben wir den und wir möchten erstmal zur Seite, dass der andere schon mal nachrücken könnte. Oh yeah, da haben wir gleich das volle Programm. Aber wie gesagt, der Unterschied ist extrem. Also wirklich am Anfang hat man diese Schusskraft noch nicht so übel. So. Und ich habe auch, man kann dann, das werdet ihr auch gleich sehen, nach der ersten Runde, hat man halt die Möglichkeit, seine XP-Punkte aufzubessern. Das heißt also, ich kann jetzt sagen, okay, ich bekomme eine gewisse Anzahl an XP und stecke die zum Beispiel in die Genauigkeit der Schützen rein. Und da habe ich immer komplett, immer nur auf Genauigkeit. Und da bin ich jetzt, glaube ich, schon 15% oder ja, 20%, glaube ich, schon fast besser als am Anfang. Und das ist natürlich mega geil. So, jetzt will der mich natürlich hier richtig schön kaputt machen. Ich scroll mal weiter hier. So, das war's jetzt. Jetzt bin ich wieder am Zug und brauche jetzt halt eben nur noch dieses Ding erreichen. Aber mache ich nicht. Ich will den erstmal nochmal killen, weil ich eventuell noch ein paar XP-Punkte, ganz genau. Dann hat dieser hier 60 XP bekommen und der Rest, glaube ich, 15. Bla bla bla. So. Ja, quatsch nicht so viel rum hier. Ist halt echt mega awesome. Und natürlich ist free, ganz klare Sache. So, jetzt habe ich die Biomasse Becken und jetzt seht ihr halt, okay, ich habe halt noch die Möglichkeit, beziehungsweise muss halt jetzt da noch irgendwie dorthin kommen. Gehe ich wieder vorsichtig weiter, weil es könnte ja wieder sein, dass irgendwo so ein kleiner Sackarsch steht und auf mich wartet. Und ich bin der Meinung, ich habe hier hinten schon welche gesehen gehabt. Ah, guck mal da. Da ist da schon wieder so ein Banause. Nee, kann ich leider nicht. Schade. Nee, gucken wir mal, wie es mit dem hier ausschaut. Wenn ich hier hingehe, könnte es sein, dass ich den treffen kann. Nee, schade. Weiter. Ich probier mal ein bisschen. Nee. Okay, dann volles Programm hier jetzt. Dann wird dahin gelatscht. Und ich bewege mich dann dorthin. Und mit dem auch hierhin, dass ich immer dichter rankomme. Hier und dann passt das. Wenn wir, jetzt haben wir natürlich nicht das, jetzt haben wir es nicht so schön ausnutzen können, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, oh, ich brauche meine Züge gar nicht komplett, dann habe ich noch die Möglichkeit zu sagen, gut, okay, kein Ding.
Ich behalte mir die sozusagen vor und dann können die im nächsten Schritt, wenn die sich jetzt bewegen, die Gegner, kann ich da gleich agieren und dann ballert der zum Beispiel gleich den Gegner ab. Oh yeah, er ist gestorben. Das ist natürlich richtig schlecht. Das ist erst das zweite Mal bei mir überhaupt in der Spielzeit passiert, weil so nicht weiter schlimm, ich kann trotzdem noch gewinnen. Aber der Trooper oder der Spieler sozusagen kann in dem Spiel oder in dem Level dann keine XP-Punkte mehr bekommen. Das heißt also, der ist sozusagen dafür schon komplett gesperrt. Das ist natürlich schade. Besonders wenn er halt richtig viel gemacht hat und dann dementsprechend wirklich 4 XP-Punkte bekommen würde. So, jetzt gehe ich mal gleich dahin. Oh yeah. Na, herzlichen Dank. Na, ich knall die mal so weg hier. Und jetzt die Frage, die, ob ich. Ja, doch, ich knall den gleich weg hier. Auch wenn ich. Alter, was ist denn hier kaputt? Seid ihr blöd? Okay, also. Das ist ja eher unschön. Ja, ich habe ja nur noch 4. Da seht ihr mich mal richtig in. Ja, in Schwierigkeiten hier. Oh, Mist. Egal, dann gehe ich wenigstens vor, dann habe ich wenigstens ein bisschen was davon. Und auch noch mit dem vor. Und mit dem kann ich wenigstens bis hier hinkommen. So, dann sage ich jetzt Zug beenden. Achso, ich guck mal gerade mit dem. Nee, kann ich nicht, sonst hätte man hier unten, unten links würde das dann aktiviert werden, dass ich dann sagen kann, gut, okay, ich will sozusagen mein Rest der Züge sozusagen opfern und dafür. Ja, den in. Wie soll man das beschreiben? Aktiv machen sozusagen, dass er sozusagen, ja, das Feld, wenn sich in einem bestimmten Winkel einer aufhält, den er gleich abknallt. Automatisch. So, machen wir mal schneller hier. Ja, neues Spiel ist immer so eine Sache hier. Erreiche die, ja. Kammermauern. So, okay, das kriegen wir hin. Das heißt, dem würde ich jetzt gern gleich hier eine rüberballern. Dann laufe ich gleich mit dem. Genau, dann laufe ich mit dem gleich dahin. Dann laufe ich mit dem dorthin. Das reicht eigentlich schon. Und jetzt könnte ich halt sagen, den auch jetzt einfach hier links auf den mittleren links. Was, wie gesagt, Fakt ist, so kriege ich ja keine XP-Punkte. Ich will ja noch mal ein paar XPs dazu bekommen, die ich dann natürlich später in meine Trooper dann wieder reinstecken kann. So, jetzt habe ich das geschafft. Alter, ich bin bei 18 Minuten. Es tut mir leid, es tut mir leid. Es ist ein etwas längeres Video geworden. Aber es wird natürlich dann, wenn es weiterhin so geht, wird es immer nur ja, ein so ein Level pro Folge halt geben, weil sonst sitzt man ja irgendwie eine halbe Stunde da. So, jetzt seht ihr hier auf der linken Seite, dieser Agrippa wurde halt besiegt und deswegen halt 0 XP-Punkte und die anderen haben um und bei irgendwie 500 bis 600 XP-Punkte. So, jetzt gibt es aber für eine erfüllte Mission. Holy shit. Aber hier seht ihr jetzt die römische 3. Und das heißt also, das kann auch nur ein Trooper tragen, der halt auch diese römische 3 trägt. Aber dazu gibt es eventuell beim nächsten Mal was. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat Facecam-technisch so hingehauen, wie auch immer. Ich hoffe einfach, das lief. Ich wünsche euch was und ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn das so war, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, keine Sorge, das habt ihr ja auch bei den anderen Videos schon erlebt. Also auch wenn ich was anderes mal spiele und so weiter und so fort, COC wird nicht vernachlässigt. Keine Sorge. Ich wünsche euch was und ihr haut rein. Ciao, ciao.